Und wenn ihr sehen wollt, wie so'n saftiges Brisket ohne Moppen und ohne Injizieren vom Water Smoker funktioniert, dann bleibt dran. Für unser Beef Brisket aus dem Water Smoker brauchen wir folgende Zutaten. Angewürze brauchen wir einmal 8 Pfeffermischung, Salz traditional, beides natürlich von Spice World. Und unser Hauptdarsteller des Brisket, in unserem Fall haben wir ein Full Pack Brisket, ein ca. 3 Kilo Stück, wir werden es nach gemeinsam auspacken. Es ist von Glick & Grill, ja, es muss man bestellen. Unsere Metzger hier in der Nähe haben leider das einfach nicht, wenn man zu denen sagen, wir brauchen ein Full Pack Brisket, haben wir das Problem, wie viele andere da draußen auch. Ihr kriegt irgend so ein Rinderbrustgedöns, wo danach einfach der Spaß einfach verdirbt. Da haben wir jetzt auch schon ein paar durch und jetzt haben wir einfach gesagt, Glick & Grill, wir bestellen bei denen Jungs mal. Wir haben noch was im Frosch von denen, die wissen Bescheid. Aber wir haben das Brisket selber bezahlt. So sieht es nämlich aus. Wir packen das jetzt nämlich gemeinsam aus und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was über das Fleisch. Und dann wird es einfach mit einem Dalmatian Rub einfach schön gerubbt. Und dann kommt es auch schon in Water Smoke. Ihr habt es richtig gehört, heute kein Gas-Smoker, sondern unseren Weber Water Smoker wird wieder zum Einsatz gebracht. Seit langem mal wieder haben wir gedacht, wir stauben ihn aus. Aber jetzt packen wir es gemeinsam erstmal aus. Hier haben wir unsere wunderschöne 3 Kilo schwere Rinderbrust Full Packer Brisket von Glick & Grill. Wir haben sie selber bezahlt. Das Ding hat jetzt 50 Euro gekostet oder sowas in dem Dreh rum plus Versand. Ihr könnt es nachschauen auf der Homepage, das ist kein Geheimnis. Was kann man zur Rinderbrust? Was kann man zur Rinderbrust einfach sagen? Wir brauchen ein Flat, das wäre hier vorne, weil die Faser hier so rumläuft. Und der Point, da sieht man hier die Faser schön senkrecht. Wir schneiden natürlich das komplette Fett hier einfach weg, weil beim Rinderfett löst sich nicht komplett auf. Das ist ein riesen, was heißt, das ist kein Problem, aber das ist dann richtig schlonzig und ekelhaft zum Essen. Das braucht man nicht. Das kommt komplett runter. Hier sieht man das Fett in der Mitte. Das braucht man dann aber, dass das Brisket schön saftig wird und das löst sich auch nicht komplett auf und es verbindet Point mit Flat. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit Parieren. Schneiden das Fett gemeinsam runter und dann wird's gerubbt. Also, hier ist das Fett. Da brauchen wir natürlich jetzt ein bombenscharfes Messer, dass wir schön runterschneiden können. Ihr seht schon, das ist so richtig schlunzig und das wird sich auch beim Erhitzen nicht ändern. Drum muss das ganze Ding einfach schön runter. Aber ich muss schon sagen, ist schon relativ gut vom Fett befreit. Also wir kennen es anders, wo das ganze Ding voller Fett ist. Das ist dann hier schon ein kleines Träumchen. Und man sieht auch, der Unterschied zwischen Flat und Point, hier ist die Maserung so rüber und wenn wir jetzt drehen, ist die Maserung so im Point. Von daher würde ich jetzt sagen, wir reiben das jetzt ein unserem Dalmatian Rub und dann kommt schon gemeinsam auf den Smoker. Wie ihr gesehen habt, unser Brisket haben wir jetzt schön mit Dalmatian Rub eingerubbt. Unseren Water Smoker haben wir eingeregelt auf 110 Grad. Ihr müsst beim Brisket wirklich aufpassen, dass die Temperaturschwankung nicht so hoch wird. Nicht wie bei Pulled Pork, weil bei Pulled Pork, sind wir uns ehrlich, da ist es egal. Da könnt ihr von 100 auf 150, das Ding gelingt immer. Brisket ist die Diva
schlechthin. Deswegen lege ich es auf den Grill, weil ich die Diva von uns zwei bin und ich nur weiß, wie das funktioniert. Nein, Spaß beiseite. 110 Grad, guckt er, dass er nicht drüber kommt. So 110, ja, 115 Schwankungen. Lasst dann gut sein. Legen wir drauf, schön mit Mesquite geräuchert. Und dann würde ich sagen, legen wir es jetzt gemeinsam auf. So schnell sind 13 Stunden um. Für euch ging es natürlich total schnell. Für uns hat es ein bisschen länger gedauert, aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt fertig. Unser Beef Brisket ist jetzt soweit zum Anschnitt und das tun wir jetzt nämlich. Also hier haben wir das gute Stück. Das war jetzt insgesamt 13 Stunden auf dem Smoker bei 70 Grad. Haben wir es eingepackt, einmal im Backpapier und dann umwickelt in Alufolie. Dann haben wir es nochmal ziehen lassen. Ungefähr, das hat gedauert 2,5-3 Stunden auf dem Smoker bis zu einer Kerntemperatur von 90 Grad. Ihr habt es gesehen. Jetzt haben wir das noch ein bisschen warm gehalten. Insgesamt jetzt 2 Stunden und jetzt sind wir bereit für den Anschnitt. Ihr seht jetzt, wie die Faserung verläuft vom Fleisch und genauso gegengesetzt schneiden wir natürlich halt auf. Und dann hoffen wir mal, dass es richtig schön saftig ist. Und da haben wir das gute Stück. Und also ich würde sagen, das ist saftig. Ein richtig schöner Rauchring, den seht ihr hier oben. Und richtig saftig. Und jetzt kommt der Manuel vor die Kamera und dann wird probiert. Ich nehme das und du nimmst das. Okay. Und hier ist er, der Mann. Mit dem Stück Brisket in der Hand. So sieht's aus. Ich habe das größere Stück wie er. Hier sieht man die Fettzähne und man sieht auch, hier Rinderfett ist relativ zäh. Aber das in der Mitte kann man locker mitessen. Ja, richtig schön rauchig und jetzt lassen wir uns das einfach mal schmecken. So sieht's aus. Guten. Zart. Ohne Ende. Ohne Ende zart. Naja. Wir haben schon viel Brisket hinter uns und wurden immer wieder mal enttäuscht, muss man echt sagen. Mhm. Aber von der Fleischqualität 1A. Super. Ist das eins vom Geschmack und vom Ding her das Geilste, was wir bis jetzt gemacht haben. Ja, definitiv. Und ganz wichtig ist, wir haben die Rinderbrust quasi weder gemobbt noch injiziert. Ja, das machen einige, dass es injizieren, dass es noch saftiger, noch fleischiger wird. Oder noch zarter wird, nicht fleischiger, noch zarter und saftiger wird. Aber ihr habt gesehen, das ist saftig genug. Das ist zart ohne Ende. Jetzt windet es gerade bei uns ohne Ende. Braucht es ja gar nicht. Einfach genauso machen, wie wir das gemacht haben. Aber ganz wichtig ist, das Ausgangsprodukt, das muss halt stimmen. Ja? Das muss Flat on Point haben. Ja. Und die Mittelschicht quasi, also Flat on Point müssen zusammen sein. Alles andere macht keinen Sinn, dann wird es halt einfach trocken und da sind wir auch einige Male enttäuscht worden. Was mich jetzt am meisten jetzt nervt, dass ich jetzt wieder gehen muss und wir dann später essen gemeinsam und das dauert mindestens nur 2 Stunden. Wir haben das jetzt einfach abgedreht und das nervt mich jetzt gerade richtig. Aber würde jetzt sagen, können wir es jetzt auch nicht ändern. Genau. Ich nehme das gute Stück jetzt mit und hau ab. Na, das stellen wir jetzt noch warm, wenn die Gäste nämlich nachher kommen, weil wir haben heute noch eine Feier und von daher gibt es ja noch was zum Essen. Und das Wichtigste, wir haben es nicht aus dem Gasmoker gemacht. Nein, wir haben es endlich mal wieder geschafft, den Weber Water Smoker
anzuwerfen. Wir wussten nur, wie das Ding funktioniert. Leider steht er eigentlich mehr rum mittlerweile. Ja. Aber dachten wir, komm, für euch und für uns testen wir einfach mal wieder aus. Der hat auch Geld kostet. Und der lohnt sich halt einfach. Aber ich würde sagen, wenn ihr das Fleisch kaufen wollt, hier unten werden wir euch Click and Grill verlinken. Mhm. Wir haben das Fleisch, wie gesagt, selber gekauft. Absolut. Sind aber überzeugt von der Qualität. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Wir sind absolut überzeugt davon. Tastet es einfach aus, gibt den Jungs eine Chance. Genau. Und schaut einfach. Schaut einfach? Sollen sie denn schauen? Ja. Probiert es einfach aus, genau so zum Nachmachen. Aber ich würde sagen, jetzt hören wir auf. Macht's mit. Macht's nach. Macht's besser. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut nächste Woche Donnerstag wieder vorbei. Wenn es nämlich um 18 Uhr wieder ein richtig geiles, schnickes Video gibt, nicht nur was Schnickes zum Essen, sondern zwei richtig schnicke Typen. Wir sind nicht eingebildet, aber sehr überzeugt von unserem Ausschauen, würde ich sagen, dann 18 Uhr und die Glocke nicht vergessen. Richtig, die Glocke und nicht vergessen. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Für euch ist es nur ein Klick und für uns die Welt. So Gordon sein Satz immer. So sieht's aus. Und deswegen sehen wir uns nächste Woche Donnerstag um 18 Uhr wieder, wenn es wieder heißt MG Barbecue. Ah, das schmeckt echt gut. Also muss ich sagen, das ist das geilste bis jetzt. Hammer, gell? Das war echt gut. Da magst du die aufgeschnitten Fettchen. Und ah, das ist echt Powers. Schon Powers. Nix trocken, gar nichts. Nee, überhaupt nicht.